ist er? Hey, zeig mal den Speer. Sieh dir das an. Jetzt mach endlich! Oh, sieh einer an! Etwas ganz Besonderes. Brauchst du mir nicht zu sagen. Hast du einen Weg nach Asgard gefunden? Nicht wirklich. Ich hatte ein paar Ideen, aber nichts hat geklappt. Also ohne einen Weg nach Asgard, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Ich bin müde. Also, ist mit der Dame wirklich nichts Ungewöhnliches passiert? Gar nichts? Absolut nichts. Lief glatt wie Schneckenschleim, wie gesagt. Warum? Hattest du einen Grund zu glauben, dass irgendetwas schief geht? Was? Nein, natürlich nicht. Freut mich, dass alles gelaufen ist, wie geplant. Tja, das ist es. Und es war auch ein echtes Abenteuer. Ich konnte alles zur Natur der Dinge und zur Form der Dinge erklären. Es war ein echtes Motiv. Du erfindest wieder Wörter. Ich sagte, es war ein Motiv. Und es war wunderschön. Du bist unmöglich. Ah, von all dir bin ich der Allermöglichste. Eine Entscheidung getroffen? Und schon entschieden? Wo willst du denn hin? Schlafen. Also machen wir einfach blind weiter und hoffen, wir laufen nicht schnurstracks in Ragnarök. Ist das dein Plan?
Kratos. Geht's dir gut? Tja, dein Vater scheint gehen zu wollen. Sollen wir? Gefallen dir die sanften Wellen, Kleiner? Dein Vater und ich fahren oft über diesen Fluss. Eines Tages wirst auch du lernen, ihn zu befahren. Wir leben tief im Wildwald. Dem schönsten Wald in ganz Midgard. Hier ist es sicher und sehr ruhig. Es gibt reichlich Wild. Und es wird dir an nichts fehlen. Ganz in der Nähe traf ich deinen Vater zum ersten Mal. Wir haben uns fast die Köpfe abgerissen. Doch inzwischen ist er sanfter. Ein wenig. Zu deinem Pech ist er immer noch schrecklich stoisch. Dich sprechen zu lehren, wird wohl meine Aufgabe. Dein Vater lehrt dich das Jagen. Aber vielleicht bleibt das auch an mir hängen. Denn er scheint nur noch knurren zu können. Hast du deinem Sohn nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen, Faye? Irgendwas. Lass ihn deine Stimme hören. Dich kennenlernen. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Man meint, der mächtige Gott des Krieges fürchtet das eigene Kind. Ich fürchte nicht unser Kind, Faye. Ich fürchte um ihn. Er ist unschuldig. Wir sind nicht unsere Fehler. Wir sind nicht, wer wir waren. Wir müssen besser sein. Atreus ist unsere Zukunft. Beschütze ihn, Kratos. Beschütze unseren Sohn. Yeah.
Was hat dir die Wand getan? Ich konzentriere mich. Hat mein Vater mir beigebracht. Es klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich darf nicht nachgeben. Thrud, hey. Nur Thrud, ganz ruhig. Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Training? Also, ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein? Das stimmt, aber bedenke auch. Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Also, Großvater will dich sehen. Oh, Wille, klar, gut. Hier, dann nimm das. Und, beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Das kann gut sein. Ihr zwei. Was ist da drin? Milchquark. Ist für Mama. So will er helfen. Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge... Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi... ...wurden auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen? Um ihn geht es nicht. Ich... Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich. Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Damit. Ich verstehe es einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trügt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern. Hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Loki, komm her.
endlich verstanden. Hier hast du Ymir getötet. Nicht wahr? Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymirs Tod, da sah ich etwas. Den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, die ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Welch ein Privileg. Für uns alle. Oh, Vater! Du willst nicht ohne das hier die klirrende Kälte Helheims betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Nirwain, nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Gut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim. Ah, wir machen das Beste draus. So gerne ich auch auf euch Kinder aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Altvater tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Finden wir das Maskenteil. Endlich kann ich mich an der Seite des Echten. Valkyre-Experten erproben. Zunächst einmal sind Hehlläufer nichts im Vergleich zu Valkyren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. Deine Chance! Komm schon, Loki, lass dich da! Übrigens glaube ich dir, dass du die Valkyren besiegt hast. Ich glaube nur nicht, dass Großvater sie verdarb. Oder die Verwüstung in Midgard verursachte. Oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar. Mehr Hehlläufer! Ich mach das! Was? Soll ich einfach nur zusehen? Auf keinen Fall! Lass mal!
Also, welche anderen Verbrechen hat mein Großvater verbrochen? Mal sehen. Er hat Vanahim verwüstet, Tyr gefoltert, Groa ermordet, Ymir getötet und vieles weitere. Interessant. Und wer hat dir das erzählt? Das waren Freya und Mimir. Oh, also seine verräterische Ex-Frau und ein verbitterter ehemaliger Berater. Klar. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber... Nein! Entweder redest du Blödsinn oder du bist ein Heuchler, weil du ihm hilfst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Sackgasse. Hier hat die Maske uns hingeschickt? Was sagt sie? Gehen wir zurück. Wir finden einen Umweg. Siehst du? Mehr Hehlläufer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Klar. Wow, du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Uns ist alles gut, oder? Schätze schon. Vielleicht sind unsere Familien dazu bestimmt, Feinde zu sein. Aber wir nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass du eine tolle Walküre wärst. Das werde ich auch deiner Mutter sagen, auch wenn sie mir echt Angst macht. Hier geht's auch nicht weiter. Was jetzt? Weiß nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, was wir brauchen, ist hier. Da unten. Sie ist durch den Boden gebrochen. Vielleicht unser Weg hoch. Gehen wir runter und sehen nach. Jetzt laufen wir. Sauber.
eine Gruppe Hehlläufer. Erledigen wir sie. Frau Kelly! Und hier geht's auch nicht weiter. Es muss noch ein Weg geben. Augen auf. Sehr gut. Weiter. Was sagt die Maske? Also, das Signal der Maske ist etwas seltsam mit all diesen Hindernissen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Du glaubst? Augen auf! Wir haben Gesellschaft! Ich bin noch nicht fertig! Hier lang? Klar. Veräppelst du mich etwa? Das hier muss gut laufen. Meine Familie muss sehen, was ich kann. Ich weiß. Geht mir auch so. Maske? Wir müssen wohl hier durch. Lass mich das übernehmen. Also, das Ding wehrt sich mächtig. Siehst du was da drin? So. Gut. Was immer du getroffen hast, ist durch den Boden gekracht. Gehen wir nachsehen. Also, ich spreche viel von Mutter. Wie ist dein Vater so? Er ist heftig. Als würde er mich in eine Form pressen wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Uff, tja, ich weiß genau, wie das ist. Allerdings weiß ich nicht, was ich will. Ich find's toll, dass du es weißt. Genau. Yeah.
tut er nicht. Mutter wird echt Probleme haben, mich nach all dem in Asgard zu halten. Wo lang? Die Maske hat vorhin gerade ausgesagt, aber natürlich ist er versperrt. Vielleicht wollen sie die Leute draußen halten. Oder etwas darin. Man kommt bestimmt anders vorbei. Das geht immer. Sehr gut. Warum wolltest du Walküre werden? Das war nicht immer so. Nach einem Streit mit Mutter riss ich aus und sah sie trainieren. Irgendwie hatte jede ihrer Bewegungen ein genaues Ziel. Als wüssten sie genau, wo sie sein müssen. Und in dem Moment wusste ich es auch. Also, wohin jetzt? Wir müssen wohl hier durch. Dank des Trainings. Zu schwer? Sei still. Es ist blockiert. Ich schau mal nach, aber ich will den Rest hören. Abgemacht. Zu schwer. Hast du meine Arme gesehen? Mal sehen. Zu schieben? Noch nicht. Nicht schlecht. Ich weiß. Wie gesagt, die Walküren kämpfen zu sehen, so viel Kraft und Stil, ohne Kompromisse, hat mir Klarheit geschaffen. Zum ersten Mal sah ich meinen Weg vor mir, ganz deutlich. Leider müssen Riesen der Prophezeiung folgen. Wen kümmert es? Finde deinen eigenen Weg. So wie wir es hier machen. So, weiß ich. Zur Seite, Hänfling. Die hier klemmt. Geschafft? Sieht so aus. Legen wir los! Gaulba! Faukili! Wenn wir an der blöden Kiste vorbeikämen. Wir müssen wohl da durch. Er ist aber versperrt.
Ich könnte sie bewegen. Aha! Kommst du jetzt hoch? Versuch die Kiste auf der anderen Seite irgendwie abzuschneiden. Ich warte hier. Ich komme da nicht so elegant rauf wie du. Jawohl. Ingrid, vielleicht so grob wegen ihres Großvaters? Sie sollte die Wahrheit wissen, oder? Ja, schätze ich auch. Hey, sprichst du mit mir? Nein. Ich spreche mit Ingrid. Ja? Tja, ich warte. Sehen. Von wo aus kann ich die Kiste besser sehen? Geschafft! Ich sollte zurück. Hey, was ist da draußen los? Geht's dir gut? Ich schaff's schon. Sehr gut, Loki. Mach sie platt! Ulmer, bleib! Gut, der Weg ist frei. Los geht's. Wow, die Maske dreht durch. Wir sind fast da. Was war das? Guck mich nicht an. Du warst doch schon mal hier. Ist vermutlich nicht. Klingt aber nicht nach nichts. Yep, wir müssen hier weg. Die Maske. Wir sind so nah dran. Ich glaube, der ist nicht gefährlich. Sehen wir hier gerade dasselbe? Vielleicht ist er aus gutem Grund angekettet. Ich kann fühlen, was er fühlt. Er ist so ein Riesending. Er will einfach nur frei sein. Das Teil muss hinter ihm sein. Vertrau mir. Gut. Zuerst das Schloss, das nicht in der Nähe der Zähne ist. Schläft tief und fest. Auf zum nächsten. Einfach noch einer unter seinem Fuß. Wenn er aufwacht, ich weiß, dass er immer wieder... Oh, Achtung! Gern geschehen, räudiger Köter. Sehen wir in der Kammer von ihm nach. Eine Sackgasse? Sag mir, dass es unten im Wasser ist oder so. Da ist... Wie? Sie reagiert nicht mehr. Da
Das ist noch nie passiert. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. Und wir haben dieses Ding befreit. Großvater bringt mich um. Wir müssen hier weg. Komm schon. Throod, warte. Vielleicht haben wir es übersehen. Vielleicht ist es hier irgendwo. Throod. Alles wird gut. Wie kannst du das sagen? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bringe ich es in Ordnung. Ich finde das Teil. Du unfassbar, unfähiger Volltrottel! Du weißt, dass das Ding Löcher zwischen den Welten reißt, ja? Tja, ich hätte wohl auch nichts anderes erwarten dürfen von einem Halbblut. Nenn mich nicht Halbblut! Ich werde dich nennen, wie es mir gefällt, Kleiner. Lass ihn in Ruhe. Es war ein Fehler. Nein! Der Fehler war, dich glauben zu lassen, dass du schon bereit wärst. Du hast ihm geholfen, oder? Auf wessen Seite stehst du überhaupt, Püppchen? Find es doch heraus. Oh. Und was willst du jetzt genau unternehmen? Weißt du, jeder hier nimmt Rücksicht auf dich, denn sie fürchten sich vor deinem Vater. Doch ich nicht. Dieser fette, betrunkene, nutzlose Versager! Hey! Nochmal! Ja, die Dummheit fällt nicht sehr weit vom Stamm. Na dann mal los! Versuch dein Bestes. Du hast noch viel zu lernen, Kleine. Als erstes, wer deine Familie ist und wer eben nicht. Warte nur, bis ich eine Walküre bin. Oh. Du glaubst tatsächlich, der Allvater würde dir das erlauben? Bitte, lass doch dieses kleine Wiesel nicht deine Wahnvorstellungen noch unterstützen. Es reicht! So knapp. Stopp! Er will dich nur wütend machen. Ja? Das hat er. Wow! Ihr Kinder seid ermüdend. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Oh, das wird einfach großartig. Hugen! Verdammt, er ist nicht hier. Vielleicht im Arbeitszimmer. Oh Mann, der wird durchdrehen. Vater wird mir helfen. Nachdem der Altvater ihn mit eingezogenem Schwanz weggeschickt hat? Wohl kaum. Und du, Loki von den Jätnar, deine Inkompetenz verfolgt mich. Sie hält mich nachts wach. Wenn du meinst... Nein, im Ernst. Ich finde die Nuancen und Abstufungen deiner Unfähigkeit fast schon... rührend. Wenn wir deine Nutzlosigkeit als Brennstoff nutzen könnten, könnten wir die ganze Stadt beheizen. Gut, ich bin schuld. Aber lass sie da raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeih. Spar dir das für den Allvater. Wir haben viel zu besprechen. Loki, ich komme zu dir, wenn ich hier fertig bin. Dauert nicht lang. Na gut. Meine Mission verlief recht gut, Allvater. Vielen Dank auch. Throod, ich will es nicht hören.
Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Ich mach's wieder gut. Ich schwöre. Was passiert? Sie hasst mich, Thor. Mein Kleine, du kannst mich nicht länger hintergehen. Sie hinter meinem Rücken ausbilden? Sie wird das tun, was sie will. Sollte ich nicht wenigstens helfen? Wissen, wohin sie geht? Ob sie aufpassen? Nein, ich will, dass wir zusammenarbeiten. Ich will, dass du einmal hinter mir stehst. Du ruinierst das bisschen Beziehung, das mir mit ihr noch bleibt. Ich tue mein Bestes, um diese Familie zusammenzuhalten. Wenn dem so wäre, dann würdest du dich deinem Vater endlich mal widersetzen. Du hast recht. Liebster. Nein, du hast recht. Was bin ich für ein Vorbild? Das Einzige, was ich dieser Tage schaffe, ist wohl, alles um mich herum zu zerstören. Wir brauchen dich einfach hier. Ich brauch dich. Allein schaffe ich das nicht. Ich hab's verbockt. In solchen Momenten fehlt mir zu Hause. Ingrid, hattest du ein Zuhause, bevor du herkamst? Jemand, der sich um dich gekümmert hat? Das klingt wie ein Ja. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ohne es zu vermasseln. Na, klingt das gut? Darf ich reinkommen? Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Tja, wir alle machen Fehler, Junge. Doch Garm befreien. Das war ein großer Chaos. Es breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Wir sind sicher, hier in Asgard. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön, wenn du das willst. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest, geh. Denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Nicht, dass ich dir nicht trauen würde. Du verstehst. Es ist eine Gesellschaft. Oh, und Ingrid? Bitte, ich muss gehen. Und Loki,
Wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Oh, und sag Hallo zu Mimir von mir. Dass ich mal so froh sein würde, zurück zu sein. Wenn du bleibst, musst du vielleicht eine Weile warten. Natürlich. Ich wollte schnell zum mystischen Tor. Odin hatte recht. Garm befreien. Wie konnte ich es so vermasseln? Fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Nein, nein, nein! Du bist es! Warte! Du bist es, Kleiner, kommst nie gerufen. Töte mal was. Wo ist Vater? Der versucht, dich zu finden. Kann er warten? Wir werden hier angegriffen. Atreus, passe auf! Das nimmt kein Ende. Ich muss den Welten erschießen. Atreus, halt sie mir vom Leib. Ich werde sie ablenken. Ist das vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht? Jetzt halt still! Ich sag doch, das ist nichts! Oh.
Du blutest. Heul nicht so rum. Was ist passiert? Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Kaum! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn gemeinsam beheben. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Ein Problem. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Auf der Stelle. Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen unternehmt. Ich bitte dich, kehre sofort nach Helheim zurück und mach das, was du getan hast, rückgängig. Und bitte, vermasselt es nicht. Willst du mich nicht, naja, zurechtweisen? Nein, ich bin erleichtert, dass du sicher bist. Na gut, wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Atreus. Nur Spaß, tut mir leid. Wo hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht, aus Dröpnir. Was ist das? Ein Ring. Was hat es mit ihm auf sich? Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen. Atreus! Er hat bestimmt nur Angst. Wirklich lange in Ketten. Wir tun ihm.
verzweifelte Kreatur kann die sein. Ich weiß. Ja.